Der Spätscholastiker Willem von Ockham, der 1280 in der Grafschaft Surrey geboren wurde, erhielt seine Ausbildung in Oxford. Schon früh in den Franziskanerorden eingetreten, verdrängten seine philosophischen Untersuchungen ab 1328 immer mehr sein kirchliches und politisches Engagement. In sogenannten Armutsstreit ergriff er bewusst Partei für die franziskanischen Spiritualen, deren radikales Armutsideal vom Papst verworfen worden war. Ockham erklärte kurzerhand den Papst selbst zum Ketzer. Auch im Streit des Kaisers gegen die Vormachtstellung des Papstes nahm er Partei gegen den Papst, denn Ockham vertrat die strikte Trennung von weltlicher und geistiger Macht. Vom Papst daraufhin nach Avignon zitiert, entzog er sich der drohenden Verurteilung durch die Flucht nach München an den Hof des deutschen Kaisers Ludwig des Bayern. Diesem rief er zu: Verteidige du mich mit dem Schwert, ich will dich mit der Feder verteidigen. Am Hof starb er um 1349-50 höchstwahrscheinlich an der Pest. Ockham betonte die Freiheit und Allmacht Gottes im Omnipotenzprinzip. Nach diesem schafft Gott alle Dinge vollkommen frei und unabhängig von einer Notwendigkeit. Er hätte sie auch ganz anders schaffen können. Die Welt ist eine Welt zufälliger, nicht notwendiger Dinge, die man nur durch Erfahrung, also intuitiv, erkennen kann. Gott erschafft ausschließlich Einzeldinge. Die allgemeinen Dinge sind nach Ockham nur Namen und nicht real. Dieses Ockhamsche Grundprinzip, dass nur Individuen existieren, wird als Nominalismus bezeichnet und in unserem Modell durch die vielen einzelnen Baumpilze verdeutlicht. Alles andere existiert nur in unserem Kopf. In unserem Modell sind Zunderschwämme dargestellt. Die allgemeine Gattung der Zunderschwämme existiert nur in unserer Vorstellung. Das gilt ebenso für die Form eines Halbkegels, die typisch für diese Pilze ist. All dies sind nur Dinge in unserer Vorstellung. Sie können zwar zur Erkenntnis hilfreich sein, aber ihnen entspricht nichts selbstständig Existierendes in der Natur. Die Natur kennt nur Einzeldinge und deren individuelle Bewegung. Jeder einzelne Baum wächst unterschiedlich, verglichen mit den anderen seiner Art. Diese Individualität bewirkt wiederum unterschiedliche Formen der einzelnen Pilze an den Bäumen. Der menschliche Geist abstrahiert aus den verschiedenen Pilzen den Prototyp. Ockham führt auch die verschiedenen einzelnen komplizierten Bewegungen auf idealtypische Bewegungsmuster wie zum Beispiel die Verschiebung und die Drehung und schließlich die Bewegung überhaupt zurück. Das Sparsamkeitsprinzip, nachdem nur so viele Elemente für eine erklärende Theorie wie unbedingt nötig zu verwenden und alle anderen wegzulassen sind, wird Ockhams Rasiermesser genannt. So kürzte Ockham die ausgiebigen begrifflichen Differenzierungen der Scholastik auf das für ihn Wesentliche. Zum Beispiel ließ er von den 10 aristotelischen Kategorien nur 2 übrig, nämlich Substanz und Qualität. Nur diese beziehen sich direkt auf etwas Reales. Die Beschneidung des Begriffsapparates mündete bei Ockham in einer generellen Metaphysikkritik. Die Existenzen Gottes und der Seele sind nicht mehr beweisbar. Die Theologie und die Philosophie treten auseinander und die Theologie ist keine Wissenschaft mehr. Ockham befreit die Logik und die Naturwissenschaft von der theologischen Metaphysik. Spiegelbildlich wird die Theologie vom aristotelischen Rationalismus gelöst, bei dem Gottes Freiheit durch sein Notwendigkeitsdenken eingeschränkt ist. Bei Ockham ist Gott vollkommen frei. So stammt von Ockham der Satz, Gott hätte sich auch als Esel inkarnieren können.